Beziehung mit Gott? Ist es in einer fernen Beziehung oder in einer nahe, intim oder in einer weit oder wie? Fern. Fern, okay, okay. Ja. Ja. Und was hat es dazu gebracht? Oder gibt es irgendwie, weißt du, etwas, wo... Vor allem meine Eltern. Ah, okay, okay. Ja. Ja. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Ich will glauben, aber ich verliere mit der Zeit ein bisschen mehr den Glauben dran. Ja, aber, er hat den Glauben an dich nicht verloren, Gott. Das, ja. Der ist vollkommen, er ist nicht so, wie unsere Eltern manchmal sind, oder wir selber, weißt du. Wir sind alle, warum sind wir so geworden, weißt du, Gott hat uns doch vollkommen geschaffen. Warum sind wir so geworden, dass wir so verletzen haben, warum? Das kann ich selber nicht beantworten, ja. Ich weiß es selber nicht. Okay, ja. Aber du kennst die Geschichte von Adam und Eva, oder? Adam und Eva, die haben sich Satan unterworfen eigentlich, ja. Und haben seine Natur egoistisch übernommen. Wir natürlich auch, weil wir von Adam abstammen, oder? Mit dieser Natur können wir nicht beziehen mit Gott. Wir sind alle abgeschnitten vom Leben, ja. Und haben eine tiefe Wunde und versuchen, die Wunde zu stopfen mit irdischen Sachen, mit Selbstgerechtigkeit, wir wollen selber da und weißt, mit das Füllen, mit weiss doch auch nicht, weißt, mit Erfolg und mit Anerkennung, Geld, Macht und Zeug und Sachen. Oder? Aber das schafft kein Mensch. Das gottförmige Loch in unserem Herz kann nur Gott selber füllen. Oder? Ja. Das ist ja, genau. Und wir mühen, wir lechzen alle eigentlich nach dieser Beziehung mit Gott, alle zusammen. Oder? Ja, eigentlich. Aber wir können nur durch eine Person gerettet werden. Ja. Durch uns allein schaffen wir es nicht. Was hat Gott gemacht, um uns zu retten? Jesus ist für uns auf jeden Fall ins Kreuz gegangen. Ja, genau, ja. Um unsere Sünden zu vergeben. Ja, genau. Hat selbst Sünden auf sich genommen. Ja, genau. Hey, come on, preacher, um brother. Um uns zu schützen. Ja, genau. Vor dem Zorn von Gott. Ja, genau. Ja, genau. Und ist jetzt Gott immer noch zornig? Oder nicht mehr? Es kommt rein auf den Menschen drauf an. Musst du dir vorstellen, Gott hat alle Sünden von der ganzen Menschheit hat er in Jesus verurteilt. Und darum muss er kein Mensch mehr verurteilen. Er hat den ganzen Zorn hat er an ihm abgeladen. Oder? Und seitdem ist Gott nicht mehr zornig, auf keinen Mensch mehr. Er hat eigentlich jede Sünde Jesus angerechnet von dir, damit es dir nicht mehr anrechnen muss. Darum, egal wie viele Sünden du machst, Gott wird nicht mehr zornig sein auf dich. Er hat alles schon vergeben. Oder? Und wenn du die Liebe, wo Jesus, dass er sich geopfert hat für dich, wenn du das aufnimmst, dann willst du gar nicht mehr sündigen. Weißt? Und er gibt dir nachher eine Natur, göttlich, wenn du Jesus aufnimmst, gibt er dir eine Natur, damit du nicht mehr sündigen willst. Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich ein Wunder, was passiert. Du wirst von Gott neu geboren. Du bekommst göttliche Natur. Das ist ganz krass. Ja. Und darum ist das die wichtigste Entscheidung, dass wir Jesus annehmen. Das ist und zwar in jedem Bereich. Weißt? Wenn wir auch einen Keller ihm nicht hergeben, weißt du, ein Bereich, danach kann der Feind ihn noch genau gleich wuchern. Wir müssen jeden Platz von unserem Leben, jedes Gebiet, jedes Element ihm hergeben. Das ist so. Ist gut? Hey, komm mal, magst du noch mal?